Hi, zu einem neuen Format. Und zwar nenne ich es inspirierende Videos. Und es soll ein Format sein, wo ich drei Videos vorstelle auf YouTube, die ich sehr inspirierend fand und die jeder gesehen haben sollte. Und ja, ich fange direkt an. Nummer 1. Das erste Video ist von dem Kanal Cat Napiokowska. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Auf jeden Fall heißt es Living with Depressions, ist also ein Video auf Englisch, aber man kann es mit Untertitel gucken. Und es geht um Depressionen. Und sie hat in einem anderen Video erzählt, dass sie selber keine Depressionen hat, aber ganz, ganz viele Nachrichten dazu bekommen hat und Berichte und alles und hat das in einem Video verarbeitet. Es ist ein unglaublich hochwertiges Video und einfach super, super toll gemacht. Und ja, jeder, der sich irgendwie für Depressionen interessiert oder auch nicht, ist es wirklich, wirklich sehenswert und richtig toll umgesetzt. Geht auch nur 3,5 Minuten, also dauert nicht so lange. Die Links findet ihr dazu natürlich alle in der Infobox. Hier jetzt mal ein kleiner Ausschnitt. Depression creeps upon you quietly. At the very beginning, you struggle with the little things, but you usually choose to ignore them. It's like a headache. You'll tell yourself it's temporary and it'll pass. It's just another bad day. But it's not. Nummer 2. Nummer 2 ist von dem YouTube-Kanal Nina Mielitz und das Video heißt, was wisst ihr denn eigentlich schon davon? Und ich weiß gar nicht genau, was ich dazu viel sagen soll. Es ist unglaublich gut umgesetzt, wie quasi ein kleiner Kurzfilm. Er dauert 9 Minuten. Und ich weiß gar nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich zeige euch einfach mal einen kleinen Ausschnitt. Und Roland im Rollstuhl wird an der Haltestelle mal wieder angestarrt. Was weißt du schon davon? Denkt er in Richtung der Frau und glotz mal nicht so, du kannst ja wenigstens laufen. Auf jeden Fall ein super sehenswertes Video. Und Nummer 3. Nummer 3 ist auf dem YouTube-Kanal Julian Govert und heißt Serdar Somuncu, so heißt der Mann, der in dem Video redet, die Wahrheit über uns und unsere Gesellschaft. Und ja, in dem Video redet er sehr emotional über unsere Gesellschaft und spricht einige Dinge an, die falsch laufen und ja, das Video hat mich ein bisschen wachgerüttelt und ja, ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt. Solange es uns gut geht, in unserem Kokon, solange wir zu essen und zu trinken haben und überall dorthin reisen können, wohin wir reisen wollen, ist alles gut. Aber wenn jemand kommt und uns irgendetwas wegnimmt und sei es nur ein bisschen Luft zum Atmen, dann kriegen wir Angst. Dann fühlen wir uns bedroht von unsichtbaren Mächten. Dann beginnt ein Verteilungskampf gegen Geister. Ist auf jeden Fall ein super sehenswertes Video. Link ist natürlich auch in der Infobox. Und ja, das waren die drei Videos für heute. Es sind, wie gesagt, Videos, die mich inspiriert haben. Und das heißt, es ist nicht immer ganz leichte Kost. Das auf jeden Fall. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat und gerade die Kraft dafür, dann sind sie auf jeden Fall unglaublich sehenswert. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sie angeguckt habt, was ihr dazu denkt. Und gerne auch, wenn ihr inspirierende Videos habt, haut die doch auch einfach in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!